Ich habe ursprünglich mal eine Lehre als Detailhandelsangestellter gemacht. Leider Gottes ein halbes Jahr bei einem der grössten Elektrofachmärkte in der Schweiz gearbeitet. Und habe das so als die schlimmste Zeit von meinem Leben empfunden. Das waren 6 Monate, wo ich wie wirklich auch gemerkt habe, wie vergiftet die Leute konsumieren wollen. Wie, was das für einen krassen Stellenwert einnimmt und wie die Leute sich auch vergessen, wenn es darum geht, bekomme ich jetzt das noch? And I don't know if you notice anything. Ja, ich würde mich als Antikapitalist bezeichnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das System so, wie wir es jetzt leben, sich selber wird an die Wand fahren. Ich bin der Philipp, bin 33, wohne in Bern in einer grossen WG, in einer gemeinsamen Ökonomie. Ich habe vor 2 Jahren ein Start-up gegründet und bin Unternehmer. Wir sind 8 Erwachsene und 3 Kinder. Es hat Sozialarbeiterinnen, Sexualpädagoge, Gesangspädagogin, Theologie, Studentin, Medienschaffende, Musikschaffende, also sehr bunte Truppe. Grundsätzlich sind wir eine Wohngemeinschaft und nicht eine Kommune. Die Kommune ist natürlich ein Wort, das die Medien sehr gerne brauchen, weil es mit ganz viel assoziiert wird, was hier definitiv nicht passiert. Wir haben keine Orgien und keine Gelage in diesem Sinn. Wir wohnen aber gemeinschaftlich und mega nah miteinander. Wir teilen uns nicht nur das Haus und die Haushaltsbeschaffung, sondern auch unser Geld. Also die gemeinsame Ökonomie heisst in dem Sinn, dass wir unsere Einkommen zusammen auf einem Konto verwalten. Und von diesem Konto zahlen wir alle unsere Ausgaben. Besteht unser Leben mit dem Geld, das zur Verfügung ist. Wir haben ein Kärtchen. Und das brauchen wir ganz normal wie unser Bankkärtchen oder wie unser Postkärtchen. Dort gibt es überhaupt keine Regelungen oder Bestimmungen. Da kann jeder walten und schalten, wie er möchte. Als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, seid ihr wahnsinnig. Also ich glaube, meine erste Reaktion auf die gemeinsame Ökonomie war gleich wie die von meinen Freunden und von meiner Familie. Sehr erstaunt, dass es überhaupt so ein Konzept gibt. A und B, viel Unverständnis für die Idee an sich. Es ist eigentlich nichts anderes als eine grosse Familie. Ich glaube auch, es sind Strukturen, die früher viel mehr so gelebt worden sind und erst in den letzten 40, 50 Jahren sich so etabliert haben. Ja, vielleicht ist unser Garten ein schöner Spiegel von dem, so wie wir gerne leben. Wir lassen uns gerne noch leben. Wie man sieht. Das ist ein guter Zustupf während der Sommermonate für unsere Haushaltskasse. Weil wir halt gleich doch einen recht grossen Garten haben. Aber nicht so, dass man jetzt davon leben könnte. Längerfristig. Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Mensch dazu tendiert, sein Glück über den Konsum zu befriedigen. Und das ist eine Vorstellung, die ich mega gut nachvollziehen kann, selber auch so funktioniert habe und immer noch funktionieren. Konsumieren macht glücklich. Aber es ist einfach sehr, sehr kurzlebig. Es ist so ein Glück, das einem für einen Moment etwas gibt. Schlussendlich ist das aber nicht das Glück, das du suchst im Leben. Das ist nicht das, was du bekommst, wenn du dich geborgen und als Teil von etwas fühlst. So. Hey, was haben wir für Zeit?
Zeit geht nämlich schnell. Also, Gemöck, der Raffi hat ja das Finanzamt. Ich bin heute kurz schauen, wie es mit dem Kontostand aussieht. Nicht so schlecht. Glorreich. Es ist viel sein Lohn, also es sind 6,5 oder so sind drauf. Ja. Die Lohn ist noch nicht drauf. Ja, und ja, wir haben gerade unsere Haussitzung, unser Plenum, wo wir alle 2 bis 3 Wochen haben, je nachdem, wie die Leute da sind oder nicht. Und dort geht es dann eben auch darum, dass wir so ein planen und abschätzen können, längt es oder müssen wir irgendwie noch Geld von Ersparten nehmen etc. Bei mir steht das an, ich würde gerne das kaufen oder das wird kommen. Es ist ja so, dass wir eine Zahl haben gesucht haben, irgendwie in einem Mittelmass ist, sodass man unabhängig und individuell gleich Sachen einkaufen kann, die man Lust hat, ohne dass man jedes muss anmelden muss. Und dann haben wir uns auf die 400 Franken geeinigt. 400 Franken ist dann so der Betrag, wo man sein Bedürfnis wie sollte oder kann anmelden kann. Ich glaube, wichtig ist hier noch zu sagen, dass wir Bedürfnisse nicht verhandeln, sondern man probiert zu überlegen, wie kann man das Bedürfnis befriedigen. Nur mehr Frage, Geas, wann genau kommt das? Meins geht bis Ende Oktober. Meins ist, glaube ich, erst im November oder Dezember. Ja, ich würde sagen, wir lassen einfach noch ein bisschen laufen. Ja. Und dann reagieren wir, wenn wir sehen, dass wir wirklich keine Lücke haben. Wir wenden alle 2 oder alle 3 Wochen eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde auf, um die gemeinsame Ökonomie zu verwalten. Und gleichzeitig will ich aber eine enorme Unabhängigkeit und Freiheit, eben mit zum Beispiel, wir haben ein Rechnungsamt. Ich lege meine Rechnung in ein Fächchen und dann werden die gezahlt. Kann man das sparen? Also ich bin überzeugt, ich will mehr, als dass ich investiere. Zwischen 2 und 3'000 Franken im Monat. Aber ja, mit 2 3'000 Franken im Monat kann ich eigentlich recht angenehm und ohne Verzicht durchs Leben. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Urtenen-Schönbühl zu unserem neuen Genossenschaftsprojekt, wo wir seit schon bald 1,5 Jahre dran sind. Und gehe den Baustellensupport unterstützen und helfen kochen. Ja, es ist eine wahre Freude, hier jedes Mal reinzukommen. So cool. Es ist mir sehr wichtig im Sinne von, wir gehen einen Schritt weiter, wir vergrössern uns, wir wachsen und wir können neue Leute gewinnen für unsere Idee. Für mich persönlich ist es auch ein Traum, ein eigenes Haus zu bauen. Zusammen hat man halt einfach einen grösseren finanziellen Hebel und mehr Möglichkeiten, so ein Projekt überhaupt zu realisieren, als wenn man jetzt zum Beispiel in einer normalen Kernfamilie so ein Projekt wird wollen angehen. Hier unten hat es schon Gürze. Käse muss man noch parat machen. Ja, wir müssen das Pack rausstellen. Ja, das Essen ist das Wichtigste, damit der Bau gut läuft. Darum geben wir uns auch immer Mühe, dass es feines Essen gibt. Von der Organisation her ist es so, dass wir uns gegen eine grosse Baufirma entschieden haben, gegen eine Generalunternehmung und lieber in kleineren
Unternehmen, die auch genossenschaftlich organisiert sind. Hey, wer hat gekocht? Kriegel. Geile Suppe. Ja, wir finanzieren das Projekt einerseits aus Eigenmitteln und andererseits aus Darlehen und Genossenschaftsanteilen, die wir von ganz vielen grosszügigen Menschen bekommen haben. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass wir das finanziell stemmen könnten. Allein schon nur, wenn du die Zahlen hörst. Die riesigen Zahlen. Aber das Schöne ist, dass man sich dann auch gegenseitig in Gruppen ein bisschen kann abholen und einander beruhigen und ja, das ist eine weitere Stärke der Gemeinschaft. Also Frühstück eine Stunde und Mittag zwei Stunden kochen. Und dann habe ich hier oben... Ist noch geputzt oder was? Genau, habe ich hier oben geputzt. Okay. 22. ist das. Ja, einfach kochen, insgesamt. Kochen, wie viel? Drei Stunden. Mit Mittag, ne? Ja. Ja, mit dem Imre noch kurz schnell meine Einsätze rückbesprochen. Von den Baustellen, Rapporte, die wir die ausfüllen. Wir füllen die aus dem Grund aus, weil unsere Bank Arbeitszeit als Eigenkapital anrechnet und wir das dann müssen belegen und dokumentieren. Ohne unsere Eigenleistung wäre das Projekt nicht finanzierbar gewesen. Ohne die Möglichkeit. Ich denke, jeder in der Gemeinschaft probiert auch nach seinem Einkommen sein Leben ein bisschen zu bestreiten. Natürlich haben wir sehr stark die solidarische Komponente, was ich mega wichtig finde. Im Sinne von, man kann auch mal einen Monat keinen Lohn bringen, man kann sich auch mal eine Auszeit nehmen. Oder ich in meinem Fall jetzt kann ein Unternehmen gründen. Und, wo man sich halt nicht jeden Monat einen Lohn zahlen kann. Das ist nur möglich, durch das, dass ich so in dieser Gemeinschaft auch aufgefangen werde. Jetzt sind wir in der Herba di Berna. Das ist unser Start-up, das wir vor zwei Jahren gegründet haben. Und hier kultivieren wir CBD-Hanf. Das ist nicht mein Geschäft. Die Herba di Berna ist eine Aktiengesellschaft. Und die Hauptaktionärin von Herba ist unsere gemeinsame Ökonomie. Dementsprechend kommt auch das, was ich hier erwirtschafte, also das, was ich als Lohn bekomme, dann wieder zurück in die gemeinsame Ökonomie. Geld ist ein nötiges Übel. Ich glaube, das ist meine Beziehung zum Geld. Geld ermöglicht einem vieles. Und darum brauchen wir auch Geld. Und darum müssen wir das Unternehmen auch so führen, dass es in irgendeiner Art und Weise der Wirtschaftlichkeitsprämisse untersteht. Wir können das nicht wegphilosophieren. Das bringt alles nichts. Wir unterliegen genauso am Markt wie unsere Konkurrenz und unsere Marktteilnehmer. Ich probiere einfach mein Leben so zu leben, dass ich mir die Herzenswünsche erfüllen kann, die für mich wirklich wichtig sind. Und setze dort meine Energie rein. Und wende in dem Sinn weniger Energie auf für irgendwelche Konsumartikel und Güter, die man ja sich auch verdienen muss und die man auch dafür arbeiten muss. Es ist eine anstrengende Zeit, wenn man ein Unternehmen führt, ein Haus baut, und sich politisch engagiert und die Welt verändert, dann hat man einfach keine Zeit, um nichts zu machen. Hast du mal noch ein Schlusswort? Hm? Ist es gerade? Nein, es ist nicht gerade. So gut!
glaube, ich sehe diese ganze Sache mit dem Alter. Ja, ich habe eine andere Perspektive dazu. Was wir uns jetzt gerade aufbauen, das soll weiterdenkt halt auch ein bisschen in der Altersvorsorge sein. Oder? Die Vorstellung finde ich auch schön. Ja. Einen Ort zu haben, wo man herkommen kann, wo mehrere Generationen zusammenleben und das solidarisch Zusammenwohnen halt auch gelebt wird.